Hallo und herzlich willkommen zu Holger Kocht und Grillt. Heute machen wir was, und zwar aus Omas Küche. Hat die Oma früher mal gemacht. Königsberger Klopse. Ja, viele mögen es nicht, weil die Kapern drin sind. Die können die Kapern weglassen, aber ich mache sie mit Kapern. Die kann man auch rausholen. Für die Königsberger Klopse brauchen wir natürlich auch was. Ich habe hier 800 Gramm Hackfleisch gemischt. Dann ein eingeweichtes Brötchen. Habe ich in Wasser eingeweicht. Kann man nochmal drehen, damit es schön einweicht. Zwei mittelgroße Zwiebeln, also die waren etwa so groß, habe ich schon klein gehackt oder klein geschnitten. Zwei Eier, Pfeffer, Salz und ein bisschen Paniermehl. Und wie immer, wenn es heißt, wir kochen wieder was. Ein schönes, lecker Mühlenkölsch heute mal wieder. Prost zusammen. Ja, und für den Sud, wo wir dann gleich die Königsberger Klopse drin kochen, brauchen wir auch nicht viel, und zwar 2 Liter Wasser. Dann wird Gemüsebrühe, eine Zwiebel, die schneide ich gleich noch klein. Dann habe ich hier 4 Pimentkörner und 8 bis 9 Pfefferkörner. Und aus dem eigenen Garten noch ein bisschen Lorbeer, weil die Blätter ein bisschen kleiner sind, habe ich halt 4 Stück genommen. Das sind also so Mini-Blättchen hier. Ja, und wenn die Klopse nachher gar sind, dann machen wir aus dem Sud machen wir noch die Soße dafür. Dann gibt es noch mal Mehlschwitze mit Kapern. Und dafür brauchen wir ein bisschen Zitronensaft. Ihr könnt natürlich auch eine frische Zitrone nehmen. Ich habe halt hier so einen Liter da. Dann Mehl, Butter. Ich mache 60 Gramm Butter, 50 Gramm Mehl. Passt für 1 Liter Soße. Ein bisschen Sahne oder Creme fine. Ein Eigelb. Wir brauchen nicht das ganze Ei, sondern nur das Eigelb. Und natürlich Kapern. Wie gesagt, ich liebe Kapern. Wer sie nicht mag, lässt sie weg. Oder kann sie nachher später rausholen. Aber die geben halt den Geschmack von der Königsberger Klopse ab. Zu den Königsberger Klopse mache ich Reis, also ein bisschen aufgebimmt, Risimisi, das heißt also Reis mit Mais. Ich verlinke euch das mal hier oben, den mache ich zwischendurch auch noch, aber seht ihr gleich. So, also wie gesagt, fangen an mit dem Hackfleisch. Zu dem Hackfleisch kommen natürlich erstmal die ganzen Zwiebeln rein. Oh, da ist ein Ei schon runtergefahren, ist auch schon kaputt gegangen, aber ist nicht schlimm. Müssen wir jetzt gleich sowieso aufschlagen, ne? Das Brötchen, da drückt man natürlich ein bisschen aus, das muss nicht vollgesogen sein, das soll nur schön weich sein. Ne? Also bei Frikadellen, da lege ich das Brötchen immer in Milch ein, bei der Königsberger Klopse in Wasser, weil die werden in Wasser gekocht, da ist das egal, da macht man keinen Unterschied. Bei Frikadellen muss ich sagen, wenn man die Milch einlegt, ich meine, die werden da von innen ein bisschen saftiger. Genau, ist vielleicht auch nur Einbildung, aber Einbildung ist auch eine Bildung. Ne? Und natürlich direkt was würzen. Ne? Schön was Salz aus der Mühle. Das sind 800 Gramm Fleisch, also da passt schon was rein. Und das wird gekocht. Pfeffer auch frisch gemahlen. Und dann heißt es, das Ganze kneten zu einem schönen, homogenen Teig. Ne? Oder war nicht nur Teig, zu einer Masse. So, jetzt merke ich schon, das ist zu flüssig, zu batschig, zu nass. Das heißt, ich mache da was Paniermehl rein. So, nach ungefähr 5 bis 7 Minuten ist die Masse schön durchgeknetet. Und was natürlich immer wichtig ist, muss das Zeug auch probieren. Genau das ist es. Da muss mehr Pfeffer und Salz rein. So, wollen wir nochmal probieren, ne? Ja, genau so ist richtig. So lassen wir das. Das bleibt jetzt ein paar Minuten so stehen. In der Zeit bereite ich schon mal den Sud vor. Ich muss Zwiebeln noch schneiden, Wasser aufsetzen und die ganzen Gewürze da rein. Und dann rollen wir die gleich. Da zeige ich euch auch noch einen Trick. Ja, ich kann es euch ja aber gerade erklären. Bei der Zwiebel lasse ich immer hinten den Strunk dran, wenn ich die in kleine Würfelchen schneiden muss, weil dann fällt die nicht auseinander. Guck mal hier, da kannst du die so bewegen, bleibt fest. Schön fein runterschneiden. So, und da ist der Strunk, den kann man da wegschmeißen. So, ich habe jetzt hier circa 2 Liter oder 2,5 Liter heißes Wasser oder warmes Wasser drin. Das gibt die Brühe, um die Klopse zu kochen.
Wie gesagt, da kommen jetzt erstmal die Zwiebeln rein. So, da haben wir nachher, wenn die Brühe fertig ist, die Pfeffer, Pimentkörner, die Lorbeerblätter, die wir da rausfischen müssen, lege ich die direkt in so ein Gewürzei hier rein. Ihr könnt auch ein Tee-Ei nehmen, das ist dasselbe, nur ein bisschen kleiner, aber das ist ein Gewürzei. Und da passen halt auch die Lorbeerblätter, alles rein. Einmal verschließen und dann kann das hier oben mit so einem Häkchen eingehangen werden. So, auf 2,5 Liter Wasser. 3,5 Esslöffel Brühe. Also gekörnte Brühe. Kann man auch mal probieren. Ist lecker. Ja, dann fangen wir mal an, die Klopse zu klopsen, zu rollen. Normalerweise werden die ja so nicht ganz Tennisball groß gemacht. Mein Schatz mag das nicht, wenn die so groß sind. Da mache ich die etwas kleiner. Und da ich die alle gleich haben will, habe ich hier so Messbecher oder Messlöffel. Die geht von 1 ml, 5 ml, 15 ml, einen halben Deziliter und 1 Deziliter. So, ich nehme jetzt hier den halben Deziliter, mache das Ding voll und rolle dann die Klopse. Dann habe ich die alle eine Größe. Man kann es auch abwiegen, wenn man ein gutes Augenmaß hat. Kann man es auch damit, also so mit dem Augenmaß machen. Aber wie gesagt, ich mache es mit meinem halben Deziliter. Hände ein bisschen anfeuchten. So, und dann stoppe ich das da rein, dass es ungefähr oben bündig ist. Schön rausholen. Hat das schon fast eine runde Form. Na gut. Bisschen rund. So, und jetzt haben die etwa ein bisschen größer wie Golfball. In der Zeit, wo ich hier die Klopse rolle, wird das Wasser schon mal leicht warm. Und wenn alle fertig sind, seid ihr wieder dabei. Bis gleich. So, die Klopse sind alle gerollt. Aus den 800 Gramm Hackfleisch habe ich also 24 Klopse bekommen. Der letzte ist ein bisschen kleiner. Ja, okay, ist aber auch nicht so dramatisch. In einer Minute, zwei Minuten kocht die Brühe. Dann legen wir die da rein. Ja, wie ihr da drüben seht, die Brühe ist am Kochen. Legen wir jetzt die Klopse rein. Die lassen wir dann aufkochen, dann 10 Minuten köcheln lassen. Und dann drehen wir sie noch kleiner und lassen die noch mal 10 Minuten gar ziehen. Also bleiben die insgesamt 20 Minuten im Wasser oder in der Brühe. Aber die jetzt mit dem Löffel da reinlegt oder mit der Hand, das ist im Prinzip egal. So, die Königsberger Klopse habe ich rausgeholt. Waren jetzt 20 Minuten in der Brühe, also 10 Minuten köchelnd. 10 Minuten noch ein bisschen runtergedreht. Und jetzt fangen wir gleich an mit der Soße. Aber wie ihr seht, kann man hier schön das Gewürzei heiß einfach so rausholen. Da hängen da unten die ganzen Gewürze drin. Da braucht man nicht fischen nach Lorbeerblättern, Nelken, Piment, alles was du so drin hast. So, also hier habe ich jetzt 60 Gramm Butter. So, und hier drin habe ich 60 Gramm Mehl. Ich hatte vorhin gesagt, 60 Gramm Butter, 50 Gramm Mehl. Aber ich mache es 1:1, dann ist es einfach zu behalten. Weil ich musste immer nachgucken. Nimmst du jetzt 60 Gramm Butter, 50 Gramm Mehl oder 50 Gramm Butter und 60 Gramm Mehl? Ich mache jetzt einfach 1:1, dann weiß ich, passt. Wenn die Butter dann fast komplett geschmolzen ist, kommt direkt das ganze Mehl da rein. Kurz unterrühren und mit anschwitzen lassen. Gibt dann so eine richtig schöne Pampe hier. Bevor es anbrennt, gebe ich natürlich ein bisschen von der Brühe rein. Nicht zu viel, erstmal nur so ein Schlückchen. Und wieder rühren, damit es keine Klümpchen gibt. Ne? Da geht ruckzuck, ist die Brühe schon wieder weg. Und du hast wieder so eine Pampe hier. Und dann kommt direkt der nächste Schluck rein. Das ist dann eine klassische Mehlschwitze. Würzt du anstatt Brühe jetzt Milch oder Sahne nehmen, dann hast du eine Bechamelsoße. Weißt du, jetzt ist es noch nicht heiß genug, jetzt lassen wir es aufkochen und rühren noch mit dem Holzlöffel. Wir brauchen noch keinen Schneebesen, den nehmen wir gleich erst. So, jetzt am Kochen, wieder rühren, bis es gleichmäßig verrührt ist und keine Klümpchen mehr hat. Wenn du dann Boden ein bisschen ansetzt, immer den Bodensatz lösen, damit es nicht braun wird.
oder anbrennt. So, wenn ihr da beim Rühren seht, wenn ihr einmal so macht und es läuft nicht direkt zusammen, seht ihr, da sind kaum noch Klümpchen drin, dann kommt der nächste Schuss Brühe dabei. Und jetzt merke ich, jetzt komme ich mit dem Holzlöffel nicht weiter. Jetzt nehme ich natürlich einen Schneebesen. Und dann könnt ihr so nach und nach die Brühe da. Jetzt kann ruhig ein größerer Schluck schon mit rein. Und was sehr wichtig ist, wenn ihr so eine Mehlschwitze macht, wenn die Flüssigkeit und die Klümpchen alle aufgelöst sind, lasst die Flüssigkeit, also die Mehlschwitze oder die Bechamelsoße, egal, mindestens so 3, 4 bis 5 Minuten kochen, köcheln. Weil das Mehl wird dann gar. Wenn du das nicht machst, hast du so einen mehligen Geschmack auf der Zunge. Schmeckt ekelig. Aber wie gesagt, 3 bis 5 Minuten kochen lassen, ist der Mehlgeschmack weg. So, wenn die Soße so ein paar Minütchen gekocht hat, kannst du die auch mal probieren, ohne, ich sag mal, die Gewürze. Nur um zu schmecken, ob der Mehlgeschmack weg ist. Hm? Ist weg. Und man schmeckt natürlich die Brühe von den Königsberger Klopse. Schmeckt natürlich auch die Gewürze, Piment, Pfeffer, Lorbeer, Zwiebeln. Also Salz muss da keins mehr dran, aber natürlich Kapern. Jetzt habe ich hier so ein kleines Gläschen Kapern, das sind Abtropfgewicht 60 Gramm. So, weißt du, was ich mache? Mit Brühe, mit allem drum und dran da rein. So, dann kommen da 250 ml Crème Fine oder 200 ml Sahne rein. Ich habe jetzt Crème Fine da, ist doch Crème Fine, ne? Ja, irgendwie so jetzt. Ja, der Königsberger Klopse und der Riese Miese ist fertig. So sieht es aus. Müssen wir natürlich auch probieren. Ich fange mal an mit dem Riese Miese, also Reis mit Mais. Einfach so ohne Soße. Hm. Himmelweiter Unterschied zu normalem Reis. Also durch die gekörnte Brühe schmeckt er natürlich schon intensiver. Dann der Mais da drin. Total lecker. Wer Mais mag. Also muss ich sagen, passt. Jetzt so ein Klops. Natürlich auch mit ein bisschen Süßchen dabei. Ne? Mmh, die sind richtig lecker. Also muss ich sagen, habe ich wieder gut hingekriegt. Und jetzt natürlich alles zusammen. Kapern, Klops und Reis. Das könnte man schon als Sonntagsessen durchgehen lassen. Also, richtig herrlich. Macht es mal nach. War schön, dass ihr dabei wart. Malet Jod, schwenkt der Hut. Bis zum nächsten Mal. Prost. La, la, la.